So, Taschenbohrer ist bereit. Dann gehen wir los. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Und dann sollte das Ding eigentlich arbeiten. Aha. Gut, da müssen wir noch mal umsetzen. Da brauchen wir auf jeden Fall hier noch Deployer. Also einen brauchen wir. Also von Anfang reicht es, aber. Müssen wir hier in der Innen bauen. Wäre nämlich das ganz gut, dass wir hier die Säge haben. Da müssen wir trotzdem noch eins raus. Gut, das funktioniert, das läuft. Das heißt, wir können das hier dann vorfahren und können das dann auf der Strecke hier irgendwo umfunktionieren. Ich würde es sogar gleich aufsplitten. Würde das echt gleich aufsplitten. Würde dann auf der Seite hier Kohle produzieren lassen. Und auf der Seite hier das sieht jetzt mal aus. Okay, das läuft. Das läuft. Das läuft. Mit einer relativ moderaten Geschwindigkeit. Das könnten wir jetzt vielleicht noch versuchen anzutreiben. Da fehlt noch eins. Ach komm jetzt. Echt jetzt? Aber jetzt mal roten Farbstoff. Diesen roten Farbstoff können wir auf Bänder drauf schmieren, damit wir mehr sehen oder wissen, alles klar. Das gehört zu dem Bereich. Und so kann ich dann die ganzen Strecken koordinieren und kann das dann mit verschiedenen Brass-Tunnel, Funnel, whatever in sich zusammenführen. Ich habe dann mal schon ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, wir brauchen dann noch ein bisschen Wasser. Dass wir hier nochmal zwei Pumpen irgendwie reinbauen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich habe so eine Idee. Und dann kommen die in den Mixer. Fruchtalarm. Und schon läuft das Ding. Und jetzt müsste dann hier alles raussortiert werden, was raussortiert werden soll. So, der saugt ab und gibt alles raus. Wunderbar. Ne? Es wird alles hier aufs Förderband gelegt und dann wird hier erstmal absortiert. So, und dann müssen wir hier jetzt noch den Föhn einbauen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier nach und nach die schönen Sachen sehen. Achso, eine Sache fehlt noch. Hier darf nur Sachen durch, die wirklich Holzkohle sind. So, gut, dann machen wir es anders. Warte, warte, warte. Und dann hauen wir da vorher nochmal einen Tunnel rein. Und zwar auf der Höhe. Der dann wirklich nur Kohle reinlässt. Und hier wird alles immer wieder abtransportiert. Jetzt kann der erstmal volllaufen. Und mal schauen, ob der so viel produziert, wie wir brauchen. Wir sind jetzt drin. 2,38.000. So, und jetzt läuft das Ding. Jetzt läuft das Ding. Aber uns fehlt Wasser. Warum fehlt uns Wasser? Hitze ist da, aber Wasser fehlt. Wasser war doch. Weil er jetzt Level 8 ist. Hä? Okay, wir müssen da, wie gesagt, wir können hier noch problemlos eins einbauen. Ist kein Thema. Nicht. Jetzt haben sie sich wieder umgestellt gehabt. So, so und so.
Und schon läuft's wieder. Aus irgendeinem Grund hat er das nicht mehr als unendliche Wasserquelle anerkannt. Und ja, gut. Danke für den Hinweis. Jetzt haben wir volle Größe, volle Wassermenge. Uns fehlt nur die Hitze. Läuft. Und zwar richtig.